Einen schönen guten Abend. All denen, die hier zuschauen, denen, die nicht zuschauen, auch einen schönen guten Abend, aber sie werden es nicht mitkriegen. Ha! Wie geschickt. Auf jeden Fall hören wir wieder Musik und wir machen wieder ein bisschen Let's Play, weil Let's Test kann man ja nicht immer machen. Ne? So, ein bisschen nebenbei Muster, ja, aber immer geht das nicht. Mann, das ist ganz schön laut. Hier mal ein bisschen die Geräusche dämpfen, glaube ich. So. Und ja, das hier kann ein bisschen lauter. Tja, Musik hören wir. Ich werde es jetzt wieder nicht in jeder Folge schaffen zu sagen, was es ist, aber es steht ja in der Videobeschreibung. Dies nur als Hinweis für alle, die sich wundern. Auf jeden Fall hören wir wieder Felix J.D. mit dem Album You Love House. Ein bisschen beschwingter soll das heute vonstatten gehen als letzten Mal. Und deswegen fangen wir auch gleich mal an. Den ganzen Rotz hier abzuladen vor allem. So. Ein 64er Stack Stickies soll es denn zum Anfang sein. Fackeln bräuchten wir auch, aber davon machen wir uns nicht ganz so viele. 64 sollten auf jeden Fall ausreichend sein. So, wir müssen noch rübergehen in unserer erbeuteten Güter. Drüben mal einlagern. Und jetzt auch gleich mal die Sachen, der Eimer bleibt hier. Der bleibt auch hier. Jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich wo in welcher Kiste brauche. Blumen. Oh, wir sind sowieso voll. Wenn wir voll sind, super voll. Dann geht's mal gleich auf und voran nach drüben. Und irgendwie spinnt meine Festplatte schon wieder. Lags, ey. Was ist denn hier los? Also diejenigen, die den Livestream verfolgt haben, wissen ja schon, dass mein Rechner aktuell ein bisschen rumzickt und jetzt kann ich nicht mal mehr aufnehmen hier. So ein bisschen irgendwie bricht mir die Festplatten-IO zusammen. Ich weiß nicht warum. Also ich würde es ja gerne mal gründen, aber ich weiß echt nicht, was da jetzt los ist. Dass es zu seiner Festplatten-IO hängt, war mir jetzt auch nicht wirklich bewusst, aber anscheinend an der Festplatten-IO, ja. An der Rate, ne? So, nein, ja, genau, da rein in die Kisten. Und in der Perlen Spinnenaugen Lapis. Ist der Lapis drin? Ah, da ist der Lapis drin. 7 Diamanten haben wir noch. 10. 32 nehmen wir mit. Das ist schon okay. Dazu müssen wir es auch nochmal. Ah, das muss ja auch noch weggepackt werden. Zum Teil. Schauen wir mal. So, das kann auf jeden Fall weg. Ja, ich weiß, es ist der spannendste Einstieg, den es jemals in meinem Minecraft-Let's Play gab. Erstmal Kisten absortieren, aber außerhalb der Aufnahme kommt mir auch nichts, zu nichts mehr. Gestern noch mit dem Cast. Ja, echt mal wieder nett war. Wir waren mal wieder ein paar mehr Leute. Wir waren echt mal wieder zu sechst. Einen schönen Gruß an alle, die dabei waren. Besonders an Außen Vivi. Guts Besserung. Auch nochmal von dieser Stelle aus.
falls du auch das Let's Play verfolgst. Falls nicht, richtet es ihm noch einfach mal aus. So. Das war hier. Kann ich nur noch um Stunden handeln, bis ich alles absortiert habe. Und ja, Schilder wären manchmal doch nicht schlecht. Zum Glück habe ich es schon mal irgendwie so themenmäßig sortiert, dass ich nicht allzu viele Kisten aufrufen muss jedes Mal. Aber nicht allzu viele sind auch noch genug. So, und die Eisentür. Die Eisentür ist ja für drüben. Da bräuchte ich noch eine Druckplatte und einen Knopf. Also eine Druckplatte und einen Knopf. Genau. Weil ich will wieder runter in die Höhle. In die böse große Höhle. Weil wir brauchen immer noch Ressourcen. So leid es mir tut, die brauchen sie. So, und Enchanten können wir jetzt ja auch knicken, da wir ja letztes Mal gemeuchelt wurden von einem Creeper. Aber ja, so ist es dann halt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spitzhacken nehmen wir nochmal 2 mit. Schaufel nehmen wir nochmal eine mehr mit. Jo. Ich würde ja sagen, das war's. Zumindest was das, was den Teil angeht. Das wollen wir mal wieder machen. So. Na, jetzt stabilisiert sich die Framerate so langsam. Die Festplatte kennt ihre Aufgabe. Schreiben. So. So, jetzt bleiben wir erstmal hier noch in der näheren Umgebung, würde ich sagen, bis die Nacht wieder anbricht, weil die bricht bald an. Können wir hier gleich nochmal pennen. Solange können wir hier nochmal ein bisschen rumlatschen. Und uns überlegen, was wir hier denn noch machen. Also falls jemand Themenvorschläge hat, was man hier bauen könnte. Also das hier ist auch nett mit der Kante. Ja, und das Haus sieht ja auch gut aus. Auch die Erntemaschine ist eigentlich hübsch und hier so mit dem... Man könnte ja jetzt eigentlich eine Allee draus machen. Brauche ich noch ein paar Setzlinge. Die hatte ich doch hier in der Kiste, oder? 12 Stück waren noch da noch drin. Oh, da auch schön große Bäume gewachsen. Herrlich. Ja, 18 sogar, nicht 12. 18 waren es. Gut, das heißt auf die Allee, ne? Allee, 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 hopp. So, also die würde dann hier so durchführen. Blablab. Darunter. Und dann müsste man irgendwo hier noch einen Baum. Da noch einen Baum. Da noch einen Baum. Und dann hier noch einen Baum. Dann irgendwie hier noch einen Baum. Hier noch einen Baum. Hier noch ein Baum. Da noch ein Baum. Ah, müssen wir mit Kies bauen. So eine schöne Allee bis hier runter. Ah, hier bauen wir dann was mit Halbstufe und so, dass wir hier so seicht runterkommen. Das heißt, den Tümpel verlieren wir. Den machen wir dann einfach mit Erde voll. Ja, würde ich sagen. Erde mit Erde voll klingt vernünftig. So, hier immer noch ein Baum, hier noch ein Baum, hier immer noch ein Baum, hier immer noch ein Baum, hier nochmal, hier nochmal, hier auch nochmal. Ja, die beiden müssen wir wieder verbinden. Le Baum, Le Baum, Le Baum. So, Bäume verteilt. Tja, schauen wir mal. Bin ja mal gespannt, wie das dann nachher wird mit der Schneiderei. In so einer Stunde geht's ja los. So, weil die Playlist ist jetzt ziemlich genau eine Stunde lang. Deswegen dachte ich mir mal, das wäre doch mal eine gute
musikalische Untermalung. Habe ich diesmal eigentlich... Nee, ich hatte schon ein paar Mal versucht anzufangen aufzunehmen, aber da war immer was. Weil das System ja so ein bisschen rumzickt gerade. Wir hören Felix J.D. You Love House, heißt das Album. Das Ganze wieder gefunden auf jamendo.com. Genaue Informationen nehmt ihr bitte der Videobeschreibung. Genaue Informationen ist in diesem Fall der Link zur Musik. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in unsere neu entdeckte Höhle rüber. Boah. Das passt ja schon ganz gut, würde ich mal meinen. Ja. Du bist mir sowas von scheißegal gerade. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie scheißegal du mir gerade bist. Scheiß Skelett. So. Ja, da ist eine Markierung für den Weg. Und ich ernte immer gleich auf dem Weg hier eine Teichrosenblätter mit. Ich weiß gar nicht, kann man die nun züchten? Ich habe immer noch nicht geguckt. Hat es mir irgendjemand gesagt und ich habe es schon wieder vergessen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde ja gerne mal wieder Hunde finden. Also Wölfe. Wolfshunde. Glück. So, und hier ist der Pfeil und es geht in die Wüste, ne? Die tiefere Symbolik dieses Symbols ist symbolisch gesehen symbolisch. Oder so. Wir wissen jedenfalls, wir müssen in die Richtung und wir suchen eine Wüste. Oder einen Strand. Aber ich weiß nicht, wie man Wüste... Ich könnte jetzt oben drauf noch einen Kaktus pflanzen. Dann wäre es definitiv Wüste, oder? Ja. Aber ja, eigentlich erinnert man sich daran ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir hier sonst wie lange die Aufnahmen auseinanderziehen, sodass man sich dann immer noch ansatzweise daran erinnert, dass ja was war damals in der alten Zeit. So, jetzt klemme ich unter dem Baum fest. Auch schön. Und hier ist eine Höhle. Das muss alles noch erkundet werden auf dem Weg. So, und da ist mein nächstes Hinweisschild. Hier einfach mal runter und dann da wieder hoch zu gehen. Und zwar suchen wir immer noch Wüste in schräg dieser Richtung. So. Hier sind ja schon die ersten Ausläufer der Wüste. Ui. Gehen wir hier oben lang, ist besser. Schweine, was? Es gibt alles mögliche Viehzeug hier bei mir, aber irgendwie so, so was Richtiges, so ein paar Wölfe oder so. Ich habe immer noch nicht raus. Also falls jemand mal über das Problem bei anderen stolpern sollte, dass die auf einmal keine Wölfe mehr finden, würde ich es gerne wissen. Es wäre schon interessant, dies herauszufinden. So, ich glaube, wir suchen diese Wüste da. Ja, da ist auch mein Gipfelkreuz über der Höhle. Na, ist doch gut. Unsere Hinweisschilder sehen zwar nicht so hübsch aus, aber funktionieren. Man könnte sich jetzt auch einfach ein Schild hinstellen mit in diese Richtung. Das würde genauso gehen, aber... Naja, ist auch nicht. Ah, ich würde da jetzt schon reinspringen. Ui, 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 ui. Genau, da ist es, unser Höhleneingangskreuz aus Sandstein. In typischer Landesfarbe. So. Beim letzten Mal, so. Ach, hier ist schon wieder eine Spinne verreckt, ist so typisch. So, gehen wir hier runter. Passt. Genau, ja, das, das wollten wir jetzt tun. Weil es sollte hier... Es sollte hier die Tür endlich rein. Aber richtig rum. Darauf bestehe ich. So. Der Knopf außerhalb der Reichweite von Kindern. So, von innen können wir es so aufmachen. Und nur nachts können wir schlafen. Das passt ja schon mal. So, hier wollte ich mir nochmal für Zwischenstopps was hinlegen.
Und zwar machen wir gleich noch einer. Hat zwar danach fast kein Holz mehr. Na gut, 16. 16 ist ja nun nicht fast kein, sondern einfach nur wenig. Das sollte reichen. Auf jeden Fall können wir hier dann zum Beispiel schon mal dieses reinmachen. Das Bett können wir reinmachen, weil wir haben ja schon eins. Und wir können den die zwei Sachen da auch mal unterbringen. So für einen Moment. Tja, und ich würde sagen, dann geht es auf in die Höhle. So. So, Musik ist gerade so schön. Nun ja, auf in die Höhle. Da müsste ich noch Stein und so. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes machen muss vorher. Ja, eigentlich kann ich ja gleich in die Höhle rein. Also hier unseren. Ach, mein Gott, machen wir hier erstmal hier eine Runde. Ein bisschen mehr Platz machen. Ah, hier ist alles Kabel. Ach, wir hatten kein Kabel mehr. Huiuiui. So, So. Dünn. Eine Fackel. Weil das Bett könnte man noch so um. Ja, besser. Besser. So. Ach, jetzt müsste noch ein, warte. Noch einen nach hinten, dann kann es nämlich auch hier hin. Nee, da fliegt es gleich weg. So, also ich müsste noch einen tiefer, weil dann ist der Raum. Symmetrie, ihr wisst doch das Problem. Das alte Leiden der Symmetrie. Kennt ihr doch. Ist doch altbekannt, dieses Leiden. Der symmetrischen Verwirrung. Außerdem hoffe ich, dass bald mal meine Pickaxe hier kaputt geht. Kann ich gleich die neue nehmen. Ja, die Decke rauszureißen und um sie da kurz danach wieder mit einem anderen Material reinzutun, ist jetzt auch nicht so das Coolste, was man jemals getan hat, aber es ist schon okay. Und jetzt sind die Fackeln hier schon mal symmetrisch. Ist doch schön, dann können wir da noch eine hinmachen, ist doch super. Das Bett steht da eigentlich auch schön symmetrisch. Können wir zum Nachttisch aus Gravel machen und eine Fackel draufstellen. Nein. Ich würde sagen, ich habe jetzt schon wieder das Bedürfnis, hier total toll auszubauen und dann gehen wir hier nie wieder hin. Es ist ja nur eine Notunterkunft. Ne? Und in der Not, ist es ja auch vollkommen egal, was man tut. Also das meistens. So. Bisschen hübsch kann es ja trotzdem sein. Ne? Das ist halt so mit passivem Licht vielleicht eher an der Stelle. Ja, warum das gar nicht? Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ich reiche die zwei Päckchen da. Machen wir die hier so an die Wand. So. Ja, ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, das ist so okay. Achso. Es muss wieder was. Supi. Ist endlich Nacht? Nein. Ist immer noch nicht Nacht. Ah, mein Gott. Ah. Schön, dass die Festplattenschreibrate sich endlich stabilisiert hat. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass er die Welt am Anfang lädt und das doch irgendwie der Platte Performance abfordert. Mal die Minecraft-Welt vielleicht auf eine andere Platte legen oder so. So, warte mal. Symmetrie. Wir erinnern uns das alte Problem mit der Symmetrie. Um symmetrisch zu sein, müsste ich ja jetzt das tun, ne? Genau. So, wenn wir das so tun, dann muss das hier mal her.
Vor allem muss das, das und das muss weg. Ja. Und ich fülle es einfach mal mit Kabelsof. 2, 3. Weg, weg, weg. So. DJ, DJ. No, es ist auch eins, also meiner Lieblingsalben von denen, die ich da jetzt gerade habe. Es ist einfach nett beschwingt und einfach. Einfache Musik. Für einfache Gemüter. Ach, nein, also. Ist einfach nett anzuhören. Das ist Blödsinn.